So. Hm? Ja, ich habe auch was für dich. Ja. Ja, kriegst du dann. Jetzt mach ich erst den, die Lichterkette will ich jetzt erst machen. So. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was macht der da? Naja, es ist ja, fast Weihnachten. Und eigentlich wollte ich das Video schon viel früher machen. Aber die Zeit, die ist zurzeit ein bisschen knapp. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, mein Gott, dann machen wir eben daraus die große Stay Hungry Weihnachtsfeier. Vorsicht. Wow. Schön. Kann man das sehen? Ich hoffe doch. Oh, Entschuldigung, Porky. Ja, ist schon recht. Wir machen daraus die große Stay Hungry Weihnachts... Die große Stay Hungry Weihnachtsfeier. Ja. Kann man das hier irgendwie so? So kann man es doch auch sehen, oder? Ja. Ach, scheiße. Scheiß drauf. Wir machen daraus die große Stay Hungry Weihnachtsfeier. Und ich habe ja eine Umfrage gestartet auf YouTube in der Community, was ich denn für einen Burger machen soll. Und da kam eben raus, ich habe euch wählen lassen zwischen den Mega Mac, den McRib Chicken und was war das andere? Ich glaube den Senf Whopper. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es jetzt der Mega Mac geworden, aber ich habe mich da ein bisschen vertan, denn der Mega Mac ist ja eigentlich nur ein Big Mac mit 4 Scheiben Fleisch, den es in Japan halt ab und zu gibt. Aber den machen wir nicht, das ist ja langweilig. Wir machen den Monster Mac. Das wollte ich eigentlich machen. Das wäre dann ein Big Mac mit 6 bis 8 Scheiben Fleisch, soweit ich weiß. Aber wir machen natürlich... das Ganze ein bisschen mehr. Wir machen da ein ganz bisschen mehr drauf. Wir machen 8 bis 10 Scheiben Fleisch drauf. Wie das funktioniert, das sehen wir jetzt gleich. Weil wir fahren jetzt ja durch den Drive und dann bestelle ich das Teil. Also man kann es nicht, man kann nicht sagen, ich hätte gerne einen Monster Mac bitte, sondern man muss die einzelnen Zutaten kaufen. Und im Drive kann man auch leider seine Burger nicht zusammenstellen lassen. Zumindest nicht in den Drive, in dem ich fahre, in den ich reinfahre, die machen das leider nicht mit. Was echt schade ist. Aber egal, wir wissen uns schon zu helfen. Ja, die Beleuchtung. Jetzt holen wir erstmal den Burger und dann machen wir später das mit der Beleuchtung. Du kriegst nachher auch noch was, ja. Günstig wird das Ganze natürlich nicht, aber ihr habt ja fleißig gespendet über PayPal. Und natürlich auch meine Patronen sind ja auch noch am Start. Und deswegen, ich glaube, es sind 65 Euro zusammengekommen und die verprassen wir jetzt heute mit diesem Weihnachtsspezial. Ich bin mal gespannt, wie viel das denn im Endeffekt dann kosten wird. Ah, ich hätte gerne einen Big Mac einzeln. Big Mac einzeln, ja. Mit extra Soße geht das? Ja. Gut. Und dann 4 Doppel-Cheeseburger ohne Ketchup, ohne Senf. Ja, Entschuldigung. Ja, kein Stress. Genau. Und was kommt dazu? 4 Doppel-Cheeseburger ohne Ketchup, ohne Senf. Ohne Ketchup, ohne Senf. Ja. Und 2 Cola Light mit Eiswürfel. Große? Ja, bitte. Jawohl. Das war's. Danke. Danke. Hallo? Hi. 19:30. Cola Light ist leider leer. Zero. Passt, wunderbar. Wenn du ein paar Eiswürfel hättest, wär gut. Ein paar Eiswürfel vielleicht, wenn du hättest. Und Strohhalm brauche ich keinen. Danke. Okay. Danke dir. Haben Sie mir gesagt. Ciao. Tschüss. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir unseren Parkplatz und dann schauen wir, was er kann.
Nochmals herzlich willkommen zur großen, riesigen Stay Hungry Weihnachtsfeier mit Porky und mir. Genau. Ja, ich habe vorhin schon mal versucht, ein bisschen zu schmücken. Ich werde es jetzt gleich nochmal versuchen. Weil ohne Beleuchtung geht hier natürlich absolut gar nichts. Wir machen das Ganze hier mal so. Und so. Wunderbar. Hier um Porky rum. Ah, so. Und so. Ja, wunderschön. Bin begeistert. Und natürlich braucht Porky auch noch... Ja, du kriegst jetzt was. Ja. So. Ich habe dir nämlich ein Ohrring gekauft. Das ist... Wir stechen dir schnell noch. Doch, klar. Ach, das macht nichts. Komm her. Das ist alles halb so wild. Schade. Wir haben es gleich. So, war doch halb so wild, oder? Prima. Ja, wunderschön. Ja, wunderschön. Porky, du warst noch nie so magisch. Dieser Bommel da oben. Egal, ich habe jetzt so um die 20 Euro bezahlt, 19 Euro und ein paar zerquetschte. Ja, ich denke, das ist schon okay. Es ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Ich konnte den Big Mac wieder mit extra Soße bestellen, nachdem mir ja ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben haben, dass das möglich ist. Ich hol mal hier Tablett! Alter, ist das dreckig. Brutal, das darf echt keiner sehen. So, dann holen wir mal die Komponenten raus. Das sind hier 4 Double Cheeseburger. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, weil sonst klebt der Käse am Brot fest. Brot, fränkisch für Brot. Genau, die legen wir mal hier so her. Und dann natürlich der Big Mac. Frisch gemacht, nur für mich und für euch. Wunderschön. Hier, die sind echt heiß, die Patties. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt hier die... Ich habe extra ohne Ketchup und ohne Senf bestellt, weil die Semmeln, also die Buns, bekommen dann nämlich noch unsere Pferde zu Hause. Mal schauen, ob das denen schmeckt. Wir nehmen jetzt diesen Double Cheeseburger und hauen den hier so oben drauf. Dadurch, dass Zwiebeln drauf sind, können wir das auch ohne Probleme machen. Der Rest wird wieder eingepackt. Also das wird dann auch zu Hause auf die Heizung gelegt. Und dann schauen wir mal, ob es die Pferde essen oder nicht. Dann haben wir noch mal einen. Boah, ich hab grad übel Bock auf Doppel-Cheeseburger. Aber naja, wir machen jetzt den Monster Mac. Den legen wir auch hier drauf. Und damit haben wir hier bereits 5 Patties und meine Scheiben beschlagen auch. Es hat vorhin tatsächlich auch ein bisschen geschneit. Extra für die große Stay Hungry Fast Food Review Weihnachtsfeier. So, dann, ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dann hauen wir das hier so wieder drauf. Dann haben wir schon mal die erste Hälfte vom Monster Mac zusammen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Double Cheeseburger. Ah, perfekt, der lässt sich richtig schön ablösen. So, zumachen, verpacken. Wahrscheinlich schreiben jetzt sämtliche Tierschützer, das kann's doch nicht machen, die armen Viecher. Mein Hund frisst zum Beispiel Scheiße vom Misthaufen. Da beschwert sich auch niemand. So. Prima. Und extra Gurken sind auch noch drauf. So Leute, jetzt schauen wir uns das ganze Teil mal an. Hallo. Jetzt schmeißen wir dann runter. Und das kommt dann hier oben drauf. Ach du Scheiße. Leute, es ist ein Guardian Monstrosity. Schaut euch dieses Teil an. Das ist der Monster Mac von McDonald's. Wir haben alles, was auf einem Big Mac so drauf ist, plus 8 Scheiben Fleisch und 8 Scheiben Käse. Also ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für mein Herz und meine Arterien. Und vielleicht auch für die Notaufnahme hier in Weißenburg. Man weiß es nicht.
Ich habe keine Servietten, aber ich habe zum Glück von einer älteren Review Servietten von Subway hier im Auto. Das ist schon lange her. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Mach doch mal mehr von Subway. Ja, schauen wir mal. Ich muss jetzt irgendwie ein Foto von dem Teil machen. Irgendwie muss ich jetzt ein Foto von dem Teil machen. Und ich weiß noch nicht wirklich, wie ich es machen soll. Gut. Foto haben wir gemacht. Ich zeige Ihnen nochmal. Leute, wenn das nicht ein Wahnsinnsgerät ist. Also der Oktober war ja schon imposant, aber so ein Big Mac als 10-fach-Variante ist schon mal nochmal irgendwie eine Stufe geiler, finde ich. Weil halt der Big Mac auch so ein, gut, der Whopper eigentlich auch, ist auch so ein ikonischer Burger, aber da ist, steckt halt nochmal ein bisschen, ich würde mal sagen, es kennen bestimmt noch mehr Leute den Big Mac als den Whopper. Es wird wieder eine Riesensauerei. Ich nehme auch noch mal einen Schluck. Ein Getränk. Ja, ich habe heute zwei. Oh! Tja, wieder mal nichts gewonnen. War ja klar. Egal! Erstmal jetzt einfach mal dieses Ding hier. Also ich versuche es jetzt erstmal im Ganzen natürlich. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir es auseinandernehmen. Mmh. Ja. Es ist genug Soße drauf. Absolut. Okay, ich muss mich nachher duschen. Ich muss nachher auf jeden Fall meinen Bart waschen. Es ist so geil. Ich baue den auseinander und esse ihn so. Hm. Was wirklich? Großes Lob an McDonald's hier in Weißenburg. Die Patties sind echt saftig. Sind nicht zu lange gekocht, sag ich jetzt mal, oder halt gebraten, sondern die sind wirklich perfekt und echt für die Stärke wirklich extrem saftig. Schmeckt echt geil. Auch mit dieser extra Soße. Wahnsinn. Dadurch, ich muss immer mal hier in den Spiegel schauen, um zu sehen, wie krass verschmiert ich überhaupt bin. Dadurch, dass da noch Gurken mit zwischendrin sind, weil ja auf dem Doppel-Cheeseburger auch Gurken drauf sind, kommt es echt nochmal so vom Geschmack her. Es ist echt faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut schmeckt für so einen verrückten Burger. Wahnsinn. Ich hatte ja vorhin schon mal Patreon kurz angesprochen. Ich will es gar nicht so lang machen, weil viele Leute sich dadurch belästigt fühlen. Ich möchte mich nur bei meinem Patron, den 10-Dollar-Patron, den Benjamin bedanken für die 10 Dollar monatlich. Vielen, vielen Dank. Auch wegen dir ist sowas natürlich hier möglich, solche Eskalation. Vielen Dank nochmal dafür. Wir machen es wie immer. Ich esse das Teil auf und nach dem Speed-Up gibt es natürlich die Bewertung. Stopp! Wahnsinn! Wahnsinn! Ich wollte noch was loswerden. Darüber habe ich jetzt hier noch gar nicht so wirklich gesprochen. Ich bin ja vor ein paar Wochen, Monaten von Rheingau weg. Und es sind ja doch einige mit rübergekommen. Und dafür wollte ich mich wirklich nochmal herzlichst bedanken, dass doch so viele mitgekommen sind. Das hat mich echt schwer beeindruckt. Hätte ich nie damit gerechnet. Wir sind jetzt mittlerweile fast 7000, glaube ich, oder 6000. Ich habe keine Ahnung. Und das ist echt der Wahnsinn. Ihr seid immer noch da, auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft und so viele Videos hochlade, habe ich ja gesagt, wenn was Interessantes kommt, mache ich auf jeden Fall was. Oder wenn ich wieder mal Bock habe. Und heute hatte ich ja wirklich richtig Bock. Außerdem ist es Jahresende. Ich wollte wirklich einfach nur Danke sagen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und dass ihr immer wieder einschaltet, wenn ein neues Video von mir kommt. So, genug davon. Scheiße, das Tablett schaut aus wie die Sau. Naja,
Ich habe ja hier genug Servietten von Subway, weil McDonald's mir keine gibt. Komm, gib mir dem Kerl einen Big Mac mit Extrasoße und 4 Doppel-Cheeseburger. Aber keine Servietten. So. Stell wieder zu. Oh. Stell wieder zu. Das ist mein Geschenk für dich. Ja, die Ohrringe. Wie, das reicht dir nicht. Wie, du hast für mich auch eins. Na gut, das wusste ich ja nicht. Wir haben doch gesagt, ja, das sind ja nur Ohrringe, die haben ja jetzt nicht so viel gekostet. Ja, aber wir haben doch gesagt, wir schenken uns nichts eigentlich. Ich sehe aber kein Geschenk. Im Kofferraum? Okay. Jetzt. Okay, und jetzt wo? Ich sehe hier nur Tannenzweige. Ah, hier. Ich komm. Ein Fresskorb? Okay, ein Radler, Schinken, Bratwurst, Leberwurst, Schmalzfleisch. Warte mal, das ist alles Schwein. Das ist totes Schwein. Also Schwein getötet, verwurstet und in seinen eigenen Darm gesteckt. Ja, was denn? Ich kann doch... Du hast mir den Scheiß doch geschenkt, Mensch! Ich kann... Kommen wir zur Bewertung. Der Monster Mac von McDonald's, von mir zusammengebaut hier auf Stay Hungry Fast Food Review, bekommt von mir 5 Bärte. Ja, ich springe heute wieder nicht. Ich habe wieder keine Lust. Entschuldigung. Er ist erstaunlich gut. Er ist wirklich erstaunlich gut. Ich glaube aber, es liegt wirklich sehr daran, wie frisch die Patties gemacht worden sind. Und ich habe das Gefühl, dass meine wirklich gerade eben frisch von der Grillplatte runtergekommen sind und auf die Burger drauf, weil die wirklich alles noch extrem warm waren, fast schon heiß. Und dann noch die extra Soße und dann war der Bun auch noch wirklich perfekt. Also der war nicht so bröselig. Das war echt wow. Ich meine, ich habe jetzt 20 Euro dafür bezahlt. Ja, ist natürlich völlig überteuert und total Bullshit, das selber zu machen. Aber wenn ihr mal Bock habt, wenn ihr mal weg seid, wenn ihr mal mit Freunden unterwegs seid oder mit Freundinnen und vielleicht auch mal besoffen irgendwo, irgendwann mal zum McDonald's kommt, dann bestellt euch keine 40 Chicken Nuggets oder bestellt die auch noch dazu, sondern holt euch den Monster Mac. Einfach einen Big Mac mit extra Soße und dann 4 Double Cheeseburger ohne Ketchup, ohne Senf. Und ich verspreche euch, ihr werdet den Spaß eures Lebens haben. Zumindest für die nächsten 10 Minuten. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eins. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Januar relativ früh wieder, weil McDonald's ja den Big Rösti zurückbringt. So wie immer im Januar oder im Februar. Aber egal, ich werde ihn natürlich für euch testen. Und Burger King bringt ja dann auch kurz darauf einen neuen Burger. Ich habe es auf Instagram schon mal gepostet, das Bild. Frosch im Hals, Blase. Wie das Teil ausschaut. Ja, der kommt auch Anfang Januar. Von daher sehen wir uns im Januar relativ früh wieder. Jo, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry.